Guten Tag, ihr Lieben. Wir befinden uns gerade in Ginzling. Hier ist die Endstation von einem Bus. Der Bus 4102, glaube ich, soweit ich weiß. Mit dem Bus kann man auf jeden Fall bis nach Penkenbahn fahren, beziehungsweise bis zum Bahnhof Meierhofen. Und von da aus müsste man umsteigen bis zur Penkenbahn. Und es geht auch weiter nach Horbergbahn. Wir zeigen euch die Parkmöglichkeiten. Und alles andere werdet ihr sehen. Gute Fahrt. In Meierhofen müsste man am Bahnhof umsteigen. Ne? Mit dem Bus, glaube ich, noch zwei Haltestellen fahren. Und dann ist man am Penkenbahn. An der Penkenbahn. Wir sind die ganze Zeit mit dem Auto gefahren, weil es für uns eigentlich zu viel ist. Fünf Passagiere, fünf Paar, alles mit sich schleppen, mit sich tragen, das ist einfach für uns viel zu viel. Aber es bietet sich an, mit dem Bus unterwegs zu sein. Kostenlos. Kostenlos, genau. Dafür müsste man eine Bescheinigung von dem Vermieter haben, wo man wohnt. Und mit dieser Bescheinigung, mit dieser Karte, wie das auch immer heißt, kann man sich dann in diesem Skigebiet bewegen. An der Penkenbahn sind die Parkmöglichkeiten nicht so toll. Da müsste man 300-400 Meter weiterfahren bis zu einem Parkplatz. Ahornbahn. Ahornbahn, genau, bis zur Ahornbahn. Dort parken. Kostet euch 3 Euro am Tag, müsstet ihr aber natürlich dann an der Penkenbahn an der Kasse abstempeln lassen, wenn ihr euch Tickets holt, dann kostet das euch nur 3 Euro. Haben wir einmal gemacht, ja, muss man nicht haben, kann man aber machen. Am zweiten Tag sind wir dann bis zu Horbergbahn gefahren. Dort kann man nämlich sofort vor Ort an der Liftstation parken. Das macht natürlich viel mehr Spaß. So, hier kann man natürlich immer schön wandern, wenn man eine Pause einlegen möchte. Das haben wir auch gemacht. Ne, Kiddies? Ja. Ja. Wir sind mit unserem Urlaub durch. Es war eine sehr schöne Zeit. Wir hatten gutes Wetter. Wir haben uns Gott sei Dank nichts gebrochen. Keiner hat sich verletzt oder sonst noch was. Und fahren heile nach Hause. Haben 900 Kilometer vor uns. Und hoffen heute irgendwann mal in der Dreier, Vierer zu Hause zu sein. So sieht das aus hier.
haben hier gleich eine Parkmöglichkeit. Links und rechts, also auf beiden Seiten. Hier kann man den PKW abstellen und schön wandern gehen, wenn man Lust hat. Das kommt jetzt gleich hier. Oh, Radfahrer, Respekt, sehr schön. Fährt hoch. Nicht mit dem E-Bike. Die Parkmöglichkeit, wie gesagt, auf beiden Seiten und dann schön hochlaufen. Das ist die Abkürzung hier links, wenn ihr nach Hintertux fahrt, zum Hintertux-Gletscher. Kann man auch machen, aber nicht gemacht. Wir haben die Hauptstraße genommen. Vorgestern, also die letzten drei Tage, schien hier sowas von die Sonne. Das haben wir natürlich schön genossen. Heute geht's nach Hause, unsere Woche ist um. Finkenberg. Hier seht ihr schon Meierhof. Bergbahn. Junge, 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 das sind ja Namen. Also hier links geht es hier Richtung Tux, Richtung Hintertuxer Gletscher. Und rechts fahren wir Richtung Winkenbahn. Kommt eigentlich direkt hier die Kurve vor der Tankstelle. Ist auch schön ausgeschildert. Hier Ahornbahn und Winkenbahn. Dann biegen wir ab.
hat man hier, linke Hand, hat man die Möglichkeit einzukaufen. Ist wie Edeka, ne, glaube ich. Rewe, Edeka, Edeka, Rewe. Hier natürlich schon langsam, da wird auch gepackt, was das Zeug hält. Wir fahren nämlich alle morgen früh nach Hause, heute ist Freitag. Wir fahren immer in der Nacht los. Da sind die Straßen frei, die Kinder schlafen. Ne, Kinder? Da kann man schön durchfahren. Ach, wir sind zu früh abgebogen. Wir hätten eine weiterfahren sollen, weil hier ist nämlich... Nein, das ist die Einbahnstraße. Wir können jetzt an der Bänkenbahn nicht vorbeifahren. Dürfen wir jetzt hier nicht links abbiegen, direkt zur Bänkenbahn, denn das ist nämlich eine Einbahnstraße. Also hier links würde man zur Bänkenbahn kommen. Hier, weiß ich nicht, 200 Meter weiter sind wir an der Bänkenbahn und hier ist die nächste Parkmöglichkeit. Das ist an der Ahornbahn, ne? So, hier rechts fährt man rein. Da ist die Schranke, Ticket lösen und dann eine Kasse abstempeln lassen. So, jetzt fahren wir weiter. Hier schön drehen. Und da wieder raus, wo wir reingefahren sind. Die Polizei! Kommen sie alle von der Bänkenbahn, ne? 17 Uhr. 17 Uhr? Ja, Après-Ski oder was? Nein, 19 Uhr. 19 Uhr.
müsste man abbiegen, wenn man direkt bei der Benkenbahn rausfahren möchte. Jetzt gleich, aber nutzt euch ja sowieso nichts, weil du da nicht parken kannst. Also man müsste dann, wie gesagt, weiter bis zur T-Kreuzung fahren und links abbiegen bis zum Parkplatz, den wir euch gezeigt haben. Ausgeschildert Richtung Benkenbahn. Habt ihr direkt vor der Horbergbahn und man muss, wie gesagt, nicht weiter laufen. Wir haben es gerne gemacht, wir haben es beides ausprobiert und es ist natürlich immer schön, wenn man das Auto direkt vor der Liftanlage parken kann. So sieht das aus hier. Schiefelei, Service, Shop ist alles vor Ort, alles vorhanden. So sieht das hier aus. Hier kann man also direkt parken und hochfahren. Oben ist alles schön miteinander verbunden. Man ist in wenigen Minuten wieder bei der Benkenbahn und kann man das Skigebiet genießen. So, was ist heute hier auch? So sieht das aus hier.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Seid schön vorsichtig, fahrt langsam und viel Spaß beim Skifahren. Auf Wiedersehen.